Und ihr kennt alle den Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der in Bukhari und Muslim überliefert wurde, dass ein Mann auf dem Weg ging und einen Baumast sah. Einen Baumast mitten auf dem Weg, Gehweg. Und er hob ihn auf. Er hob ihn auf, räumte ihn von der Straße, vom Gehweg. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dafür dankte Allah ihm und vergab ihm seine Sünden. Dafür dankte Allah ihm für diese Tat, die wir als klein sehen, und vergab ihm seine Sünde. In einer anderen Überlieferung heißt es, während ein Mann auf dem Weg entlang ging, sah er einen Baumast auf der Gehstrecke. Da sprach er zu sich, er sprach mit sich selbst und sagte, bei Allah, Wallahi, ich werde diesen vom Gehweg der Muslime entfernen, damit niemand von ihnen Schaden erleidet. Ich werde diesen Ast, diesen Dornenzweig vom Gehweg der Muslime entfernen, damit dieser niemanden von ihnen Schaden bringt. Niemand soll sich verletzen, ob Muslim oder nicht, oder auch kein Tier. Denn der Muslim denkt groß. Der Muslim ist ein Schutz für sich und für die anderen. Wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns beibrachte, wie wir sein sollen. Er sagte, unter den Menschen gibt es welche, die Schlüssel für das Gute sind und Schlösser für das Üble. Er ist ein Schlüssel, er ist eine Lösung zum Guten, ein Gehweg. Immer wenn du das Gute suchst, findest du ihn. Und immer wenn es darum geht, Schlimmes und Übles und Haram und Schaden zu bewahren, so findest du ihn auch. Gehöre zu ihm.